Also, wenn das erste Mal wieder Leute gekommen waren, das war fast ein Festtag. Das war einfach schön. Also der Teitenhoferhof, der ist in Feldurms am Dorfrand, direkt zwischen Schloss und Unterwirt. Guten Morgen! In den 1930er Jahren ist der von meinem Uropa gekauft worden. Und jetzt haben wir um sie unten, wo jetzt die Ferienwohnungen sind, um sie eine Holzsäge errichtet, Holz zu schneiden. Gäste sind früher schon da gewesen, haben mich halt mehrlei so zu fairer Gastzeit gewesen. Es sind Italiener gewesen, ein paar Deutsche. Und ist eigentlich von früher her schon halt ein bisschen gewesen. Es war dann auch eine längere Zeit nicht mehr. Und jetzt hat es halt wieder angefangen. Mir ist ganz wichtig, dass die Produkte alle auf unseren Hof kommen. Der Speck, den Frischkäse, die Milch, das Joghurt, die Fruchtaufstriche, den Tee, was wir selber haben, und der Kompott. Die Gäste kriegen auch einfach alles direkt vom Hof, die hofeigenen Produkte einfach, deshalb schätzen sie schon fest. Sie brauchen nicht lange umzulegen, nicht lange in den Dorf zu gehen. Und die Verpackung, wo das Brot und der Zopf und eben auch die Gackerler drinnen sind, hat alles meine Schwiegermama gemacht, die Mathilde. Er ist da recht geschickt. Den Stoff hat schon die Oma von Hannes gehabt. Also früher hat man Schürze genannt, also nimmt man jetzt nicht mehr viele. Und dann nehmen wir das her. Zu sehen, dass nicht alles gekauft werden muss, dass man eigentlich für wenig etwas Gutes machen kann. Ein Frischgras, ein Müsli, das haben wir hier probiert und tüftelt sie und mit der Mama mit. Nicht? Wir kreieren sie das. Nicht? Mit der Milchwirtschaft alleine ist es nicht mehr möglich, in der Gräse was Gott was zu erwirtschaften. Nicht? Und wenn du heute Gäste auf dem Hof hast und Urlaub auf dem Bauernhof hast, verdienst du etwas, hast ein zweites Standbein. Ja, bin ganz zufrieden. Tschüss. Also hinter mir sind die Ferienwohnungen, da sind vier Ferienwohnungen drinnen. Die Wohnungen sind aus Vollholzmöbeln, heißt jeder Stuhl ist massiv, der Tisch ist massiv, bei der Eckbank ist auch rundum Holz. Und auch in die Zimmer ist die Zirbe, was auch ziemlich was gut umkommt. Es riecht einfach gut, man schmeckt es. Es ist, wenn man reingeht, dann sagen sie, ah, ist das gut. Es schätzen die Leute auch voll, dass das aus Holz ist und nicht irgendwelche X0815-Möbel. Mein Lieblingsplatz in der Ferienwohnung ist die Waschküche. Es ist ruhig, kühl im Sommer. Und ja, dann kann ich oft mal losschalten einfach. Besonders stolz macht mich, dass wir das mit den Ferienwohnungen verwirklicht haben, dass das eigentlich, dass wir das verwirklicht haben und dass das, dass sie das auch gut führt, das mit Liebe, ja, also die Hauptarbeit ist sicher bei dir, so man das mit da kann davon leben. Du, wenn du in Stall um jemanden brauchst, dann bin ich da und wenn ich bei die Wohnung jemanden brauche, dann bist du da und das so ergänzen wir uns. Dass die Kinder hier tatsächlich auch Freunde letztes Jahr tatsächlich gefunden haben, die sich das Jahr über auch Briefe geschrieben haben und so weiter und sie auch im Bauernhof mithelfen können, das ist ja einfach perfekt. Ja, wenn die Gäste Kinder mitgehen in den Stall, man ist gewöhnt für die eigenen Kinder, dass sie wie in Bewegung ist, dann ist das eigentlich nicht das Problem. Die gehen noch meistens gern mit und ganz die Energischen sind oft einmal wie ein Schmutz drin, dann sind sie selber wieder wie ein zurückhaltender, dann geht es auch leichter.
So, mit mir selber ist es auch wichtig, um die Kinder zu vermitteln. Es werden halt auch Tiere geschlachtet auf dem Hof. Nicht? Wenn halt die Schweine werden gekauft, sind sie klein und putzig. Und zu Weihnachten sind sie halt groß und schön und werden geschlachtet. Nicht? Früher hat der Tata schon einen Facken gehabt, das hat mir eben ganz gut getaugt. Und jetzt hat mir das halt wieder angefangen. Hat mir zwei Facken, hat mir einen Speck für die Gäste, wo Würste, was mir selber ist. Wenn es sich ergibt, dann sitzt man so auf Nacht nach der Arbeit unten vor dem Keller noch, trinkt etwas, ratscht wie. Und wenn es unter der Zeit möglich ist, dann tun wir einmal die Woche eine Kleinigkeit auskochen. Noch schlagt mich unten auch und die Leute können, wenn sie Interesse haben, können sich ummelden. Also wenn wir vom Wandern tatsächlich kommen oder aus dem Schwimmbad oder so, da wir jetzt keinen Gartenzugang dieses Jahr haben, sitzen wir da vorne am Eingang zu dem, wie soll ich sagen, Aufenthaltsraum in der Sonne und trinken unseren Prosecco jeden Abend. Und da kommen dann meistens auch die Dorfmanns mit dazu und dann sitzen wir alle gemeinsam da. Ja, den Raum haben wir eigentlich aus dem Grund gemacht, weil wir das erste Jahr, wo wir also einige Mal ausgekocht und sind vor dem Haus da geblieben, ist ja fein und im Sommer warm genug und alles. Aber dort war es noch mit Regentagen, dann hast du gemütlich mal verschieben oder dann haben wir ein Zelt gehabt oder so. Und unten hat sich das umgeboten und noch eine kleine Verkaufsecke auch drin ist, nicht, dass man das alles, dann hat man das, die Produktdecke alles gekannt, unten so platzieren und ja, dann hat sich das so ergeben und dann macht man es halt. Doof. Mögen sie kommen, es ist ja für alle eigentlich schon so mehr oder weniger offen. Auch ein Kollegen oder so, eben, das ist allem jeder herzlich willkommen. Ja, und einfach das Zusammensein einfach. Und das ist ja das, was wir wollen, was ja ins Auge spricht und was auch wir einfach dafür stehen. Ja, ja. Der Hannes und die Manuela, die sind beide für die Gäste offen. Und das ist wichtig.